Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 22. März 2019. Heute ist Portaltag. Als erstes erzähle ich euch das Märchen von Frau Holle. Hier sehen wir das Bild und ich erkläre auch warum und wie hängt das zusammen mit den Portaltagen. Warum ist es hier ein Zauberstamm, was Alkyone symbolisiert? Erstmal das Märchen von Frau Holle. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber. Die andere musste alle Arbeit tun und war das Aschenputtel im Hause. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen sitzen und so viel spinnen, dass ihm die Finger zu bluten anfingen. Eines Tages saß es wieder an dem Brunnen und spann so viel, dass die Spule ganz blutig wurde. Da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es aber so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach: Du hast die Spule herunterfallen lassen, hol sie auch wieder herauf. Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was er anfangen sollte. Seine Angst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung und als es erwachte, war es auf einer schönen Wiese. Die Sonne schien warm vom Himmel und überall standen vieltausenden Blumen. Auf dieser Wiese ging es weiter und kam zu einem Backofen, der voll mit Brot war. Das Brot aber rief: Ah, bitte, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst fertig gebacken. Da tat es an den Ofen und holte alle Brot nacheinander mit dem Brotschieber heraus. Dann ging es weiter und kam zu einem Baum. Der war voll mit Äpfeln, rief: Ah, bitte, bitte, schüttel mich, meine Äpfel sind alle miteinander reif. Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie. Die schüttelte, bis keine mehr oben war. Als es alle auf einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Draus guckte eine alte Frau. Und weil sie so große Zähne hatte, bekam es große Angst und wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so sollst du gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst. Du machst es fleißig ausschütteln, dass die Federn fliegen. Dann scheint
in der Welt. Weil ich bin Frau Holle. Weil die Alte ihm so gut sprach, fasste sich das Mädchen ein Herz und willigte ein. Es erledigte auch alles nach ihren Zufriedenheit und schüttelte das Bett immer gewaltig, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch gutes Leben bei ihr. Es gab kein böses Wort, aber alle Tage Gesottenes und Gebratenes. So lebte es einige Zeit bei Frau Holle. Da wurde ihr seltsam traurig und wusste anfangs selbst nicht warum. Endlich merkte es, dass es Heimweh war. Auch wenn es ihm hier gleich 4000 Male besser ging als zu Hause, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu Frau Holle: Ich habe die Sehnsucht nach Hause gekriegt, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bei euch bleiben. Ich muss wieder hinauf zu dem Meinigen. Da sagte Frau Holle: Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen. So nahm es draufhin bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor schwang auf, und als das Mädchen gerade darunter herging, fiel ein gewaltigen Goldregen. Alles Gold blieb an ihm hängen, so dass er über und über davon bedeckt war. Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, sprach Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Daraufhin schloss sich Tor und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit vom Haus der Mutter. Als es in den Hof kam, saß dort ein Hahn auf dem Brunnen und rief: Kikeriki, unserem Goldmarie ist wieder hier. Da ging es hinein zu seiner Mutter. Und weil es so mit Gold bedeckt ankam, war es von ihr und der Schwester gut angekommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm passiert war. Als die Mutter hörte, wie es zu seinem großen Reichtum gekommen war, wollte sie, dass der andere hässlichen und faulen Tochter dasselbe Glück ebenfalls widerfuhr. So setzte es sich an den Brunnen und fing an zum Spinnen. Da es aber keine Geduld hatte, stach es sich in den Finger und stieß die Hand in eine Dornenhecke, damit die Spule blutig wurde. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. So kam wie die andere auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder: Ach Peter, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken. Die Faule aber antwortete: Ach, da habe ich keine Lust, ich beschmutze meine Finger nicht, und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum und rief: Ach Peter, schüttel mich, meine Äpfel sind alle miteinander reif. Sie antwortete aber: Du kommst mir recht, es könnte mir doch eine auf den Kopf fallen, und ging damit weiter. Als sie vor Frau Holleck Haus kam, fürchtete sie nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte, und verdingte sich gleich zu ihr.
Am ersten Tag tat sich Gewalt an, war fleißig. Sie folgte der Frau Holle artig, wenn sie ihr etwas auftrug. Dann sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schmecken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen. Am dritten noch mehr und wollte morgens gar nicht mehr aufstehen. Sie machte euch der Frau Holle das Bett nicht, wie sie gebührte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Das war die Frau Holle bar müde und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte, nun würde das Goldregen kommen. Die Frau Holle führte auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein großes Kessel voll Pech ausgeschüttet. Das ist zur Belohnung deiner Dienste, sagte die Frau Holle und schloss das Tor. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt. Der Hahn auf dem Brunnen rief, als er sah, Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Das war das Märchen von Frau Holle. Wie hängt es mit diesen Portaltagen zusammen? Das könnt ihr so vorstellen. In unserem Sonnensystem ist die Sonne die Zentrum und die Planeten kreisen um die Sonne. Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und dazu gehört unserem Planet Erde. Nach der Reihenfolge ist Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Und die Mayas haben da einen Kalender gemacht. Es war den alltäglichen Kalender. Aber es gibt verschiedene Kalendersysteme. Und die Mayas haben aber auch einen spirituellen Kalender gehabt, die Zeugkin-Kalender. Und das bedeutet, dass nicht nur die Planeten kreisen um die Sonne, sondern das gesamte Sonnensystem bewegt sich auch spiralförmig und kreist um eine Zentralsonne. Und diese Zentralsonne, wie diesen Stern hier, heißt Alkyone. Und diese Bewegung dauert 26.000 Jahre. Unser Sonnensystem braucht also 26.000 Jahre einmal um Alkyone, diese Zentralsonne, kreisen. Diese Alkyone bedeutet übersetzt der, der über den Bösen siegt. Alkyone gehört zu den Plejaden. Und die Plejaden sind die sieben Geschwister und symbolisieren die Schwesterliebe. Die sieben Plejaden sind die Töchter von Atlas. Es gibt auch die Hyaden, die sind auch sieben Geschwister, sie sind auch die Töchter von Atlas. Und die Hyaden und die Plejaden sind Halbschwester. Und die Plejaden nennt man als Regengeschwister, weil sie verkünden den Regenzeit. Und das hat auch eine Verbindung zum Sirius.
Sirius ist die hellste Stern im Himmel, leuchtet wie ein Diamant. Sirius bedeutet übersetzt der Wegweiser. Das heißt, wenn Sirius aufgeht, dann folgen die Plejaden. Und das haben die Naturvölker beobachtet. Und das war die Regenszeit. Das hat den fruchtbaren Boden, auch in Ägypten die Nilüberflutung, dafür gesorgt, dass die Reichtum da ist. Also Sirius war die erste, zeigte den Weg und dann kamen die Plejaden. Sirius befindet sich im Stammbild Großen Hund und zeigt nicht nur den Weg, was die Plejaden folgen, sondern zeigt die Richtung Polarstern. Und Polarstern dient zum Orientierung, geht auch nie nach unten. Im Nordhalbkugel ist es immer sichtbar. Im Südhalbkugel natürlich den Südpol, im Stammbild Kreuz des Südens. Also das ist für uns Menschen als Orientierung und das zeigt Sirius. Aber wenn wir auf einen spirituellen Weg uns begehen, dann achten wir auf die Plejaden. Und verstehen wir auch, dass Alkyone hat eine feinstoffliche Energie, das ist wie eine Zentralsonne. Und unserem gesamten Sonnensystem, also unserem Sonne, aber die Planeten auch mit, kreisen wir um die Alkyone, um diese Zentralsonne. Wie hängt das mit Frau Holle zusammen? Die sieben Plejaden sind also die Töchter von Atlas. Die sind die Regengeschwister, weil sie verkünden den Regenszeit. Aber die klassische griechische Mythologie erzählt auch, dass die Plejaden sind die Geschwister, die weinen. Es sind die Tränen. Die Plejaden symbolisieren die Schwesterliebe und sie weinen um ihren Bruder, weil ihren Bruder ist im Brunnen gefallen. Hier in diesem Bild sehen wir auch diese Brunnen. Ich habe keine Beweise dafür. Es ist meine Intuition. Und meine Intuition sagt, dass diese Sonne, was im Brunnen gefallen ist, nichts anderes als unserem Sonnensystem. Abgesehen davon, dass unsere Sonne männlich ist und Mond ist weiblich. Und wenn das so ist, dann bedeutet uns Menschen auch, wir sind im Brunnen gefallen. Und da haben wir schon eine Verbindung zum Frau Holle. Dann würde das bedeuten, dass die zentrale Sonne Alkyone symbolisiert eigentlich Frau Holle. Außerdem, in dem Bereich, wo die Hyaden und die Plejaden befinden im Himmel, die Hyaden sind die Töchter von Atlas und die Plejaden sind auch die Töchter von Atlas und die sind Halbschwester, die Hyaden und die Plejaden. Und sie bilden wie ein Tor und genau in diesem Bereich, wo die Hyaden und die Plejaden sich befinden, befindet sich auf dem Ekliptik den goldenen Tor. Und das ist im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Widder und Tierkreiszeichen Stier. Und das ist auch kein Zufall, weil alles beginnt mit Widder-Energie.
Widder symbolisiert die Neuanfang. Es ist Feuerelement, das ist die Begeisterung, das uns etwas begeistert, und genau das möchten wir auch im Tat umsetzen. Und hier erzählt auch eine Geschichte die Geheimnisse, die Tierkreiszeichen wieder, weil hier im Tierkreiszeichen wieder ist das goldene Fell der Widder versteckt in einem Zauberwald, und dieser Zauberwald hütet eine Drache, aber die Argonauten holen die goldenen Fell der Widder. Und das symbolisiert, bei jedem Neuanfang brauchen wir diesen goldenen Fell, was nichts anderes ist als unsere Ausstrahlung. Und warum gerade bei Neuanfang? Weil die Energie und die Gefühlszustand, mit was wir etwas starten, das prägt sich, das zieht sich wie roter Faden. So wie Hermann Hesse das so wunderschön beschrieben hat, jeder Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist die Ausstrahlung, das ist die goldenen Fell der Widder, weil genau das ziehen wir auch an, und damit bestimmen wir mit dieser Energie die Richtung. Und das ist hier in Tierkreiszeichen Widder. Aber das ist Feuerelement, das ist erstmal die Begeisterung, die Mut und die Kraft auch, das zu beginnen. Und dann übergehen wir in nächste Tierkreiszeichen, und das ist die Stier. Und das bedeutet, wir nehmen das im Besitz. Das, was wir ausgesät haben, das nehmen wir im Besitz. Außerdem, die Tierkreiszeichen Stier ist Erdeelement und zeigt schon die Realität, die Taten, wie wir das umsetzen. Und zwischen den beiden ist die goldene Tor, die Ekliptik, und hier regnet. In welchem Richtung uns bewegen, wir entscheiden, sind wir die Pechmarie im Leben oder die Goldmarie im Leben, sind wir wieder in Verbindung zum Frau Holle. Und in einem Portaltag haben wir den Tor zum Frau Holle. Oder wir stehen in Verbindung zum Zentralsonne Alkyone. Und das könnt ihr so vorstellen. Stell dir mal vor, das symbolisiert jetzt Alkyone. Und unserem Sonnensystem kreist um diesen Zentralstern. Und dazu benötigt 26.000 Jahre. Aber unserem Planet Erde kreist auch um die Sonne. Einmal ist unserem Sonnensystem, das heißt einmal, das wäre unsere Sonne und unserem Planet Erde sowie anderen Planeten auch kreisen um die Sonne. Aber die Sonne mit dem gesamten Sonnensystem bewegt sich auch, so kreist einmal hier unserem Planet Erde. Und die Sonne macht aber diese Bewegung auch um Alkyone. Und wenn unser Planet Erde in diesem Bereich ist, wo wir in Verbindung zum Alkyone haben, dann haben wir Portaltag. Weil dann kommen wir mit dieser Bewegung in ein feinstofflichen Energiefeld. Und das haben die Maya-Kalender, die Mayas beobachtet. Und hier bei Portaltagen kommt einmal die alltäglichen Kalender, ich könnte sagen Bauernkalender, zusammen zum einen spirituellen Kalender.
und öffnet sich den Tor zu dieser feinstofflichen Energie, und das ist eine viel höhere Schwingung. Und dieser spirituelle Kalender heißt Zolkin-Kalender. Und hier bei Portaltagen ist die Bewegung die Erde genau in die Richtung, dass wir in Verbindung sind zum Alkyone. Ich könnte sagen, Frau Holle schaut auf uns sowieso immer, aber in den Tagen können wir Frau Holle begrüßen, ohne im Brunnen zu fallen, ohne verletzt zu sein. Und jetzt zu diesem Maya-Kalender. Bei diesen Portaltagen haben wir viel mehr Chance, an uns, an unseren Gefühlen arbeiten, das transformieren, dass wir diese Schattenseite verlassen und übergehen wir auf diesem feinstofflichen Energie, übergehen wir zum Sonnenenergie, und das ist Licht und Liebe. Was sind diese Schattenseiten? Damit meine ich jetzt nicht unseren Fehler, weil Fehler haben wir alle. Und aus diesem Fehler lernen wir auch etwas, und das dürfen wir erlauben. Jeder darf mal Fehler machen. Mit dieser Schattenseite meine ich die negativen Gefühle. Die negativen Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Neid, Eifersucht, Hass. Es sind negativen Gefühle. Entweder blockieren sie uns, so wie die Angst blockiert natürlich, oder zerstören uns. Das ist die Hass. Hass ist eine zerstörerische Energie und es ist nicht göttlich. Sondern wenn wir verlassen diese negativen Gefühlen und übergehen wir auf dem positiven Gefühlen wie Begeisterung, Dankbarkeit, Hingabe und natürlich die Liebe, dann sind wir im Licht. Und das ist die göttliche Energie und das ist schöpferisch. Und bei Portaltagen öffnen wir mehr zu dieser Schwingung, zu dieser feinstofflichen Energie und kommen wir näher zu diesem Göttlichen und näher auch zu uns selbst, weil unsere Seele ist auch ein Teil von der Schöpfung. Und das können wir natürlich nützen, offen zu sein zum einen spirituellen Weg, zum unserem Glauben, zum Transformation, mehr ins Licht zu sein und Liebe zu sein. Heute sind wir im 11. Tag in 8. Wellen. Wellen bedeuten Schwingungen, Töne, Frequenzen. Eine Welle dauert 13 Tage lang und wir haben das 20 Mal. Die Zahl 20 und Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Wir befinden uns bis 24. März 2019 in 8. Welle. Und das bedeutet zurzeit für uns, wir brauchen Sicherheit, Struktur, Stabilität. Wir möchten etwas in Tat umsetzen. Wir befinden uns in einem Entwicklungsweg und überlegen wir, in welchen Lebensumständen befinden wir uns gerade. Weil genau das schauen wir an und stellen wir die Fragen. Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Lebensaufgabe? Wo ist mein Platz im Leben? Und stellen wir auch die Frage, und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Und in diesem Welle räumen wir auf und werden wir die Hindernisse aus dem Weg räumen. Und wenn das gelingt,
und dazu gehört auch Angst und Zweifel, dann ist das eine Heilenergie, bringt uns Glück und Aufstieg. Die Zahl 11, weil wir sind im 11. Tag, gerade in dieser 8. Welle, so haben die Mayas das gezeichnet und das bedeutet ein Wandel. Und wir übergehen in einen feinstofflichen Energiefeld. Und das ist dieser Wandel. Und hier stabilisiert sich etwas und zeigen wir, wir sind Meister unserem Leben, ist auch ein Meisterzahl. Die Kraft fällt, und das ist die Tagesqualität, was wir bewusst wahrnehmen können, heißt Ich. Und Ich bedeutet übersetzt Wind. Und damit wird gemeint das göttliche Atem. Luft zum Aufatmen, unserem Ideenreichtum im Tat umsetzen, Klarheit bekommen über etwas, Macht über unserem Gedanken, unserem Vorstellungskraft und erkennen das Baum des Lebens, dass wir brauchen eine Basis, ein Fundament, wo wir verankert, verwurzelt fühlen und von hier, von dieser Basis aus kann alles wachsen und dehnen und das steigt nach oben und das ist Luft und Leichtigkeit und so klärt sich das auch, das dehnt sich aus, kommen zum neuen Gedanken, neue Ideen und bedeutet auch ein Austausch, Kommunikation, miteinander reden und so etwas auch klären. Die Mondenergie, was zu unseren Gefühlen wirkt, auf unserem Unbewussten, hier ist mehr das Bewusste und die Mondkraft ist das Unbewusste, zeigt hier Muluk, die rote Mond und das bedeutet übersetzt Wasser und Vertrauen, das Fluss des Lebens, in diesem Vertrauen bleibe. Es kommt ein neuer Zyklus und das sollen wir vertrauen. Und heute sollen wir auf dem inneren Gleichgewicht achten. Und Themen sind wichtig, wie geben und nehmen im Gleichgewicht bringen. Und auch ein- und ausatmen und das Leben aus dem Herzen heraus gestalten. Weil ich habe beschrieben diesen goldenen Tor der Ekliptik und das befindet sich zwischen Tierkreiszeichen Widder und Stier und genau hier in diesem Bereich sind die Hyaden und die Plejaden im Himmel. Genau in diesem Bereich bewegt sich Mars gerade. Mars bewegt sich nicht so schnell wie Mond, aber genau hier nähert sich die Marsbewegung zum goldenen Tor, die Ekliptik. Noch nicht erreicht, aber das ist eine Annäherung und Mars bedeutet die Kraft und die Mut zu haben und das können wir vorbereiten. Das können wir vorbereiten und wirklich in dieser Welle auch die Frage stellen, wo ist mein Platz im Leben, wie geht das weiter und welche Einstellung wir haben, weil das zählt. Das erzählt die goldenen Felder wieder, das ist unser Energiefeld, mit welchem Energie starten wir etwas. Und das heißt, dieses Energiefeld entsteht von unserem Inneren. Das ist unserem Denken und Fühlen. Immer positiv denken, angstfrei leben. Von Schatten übergehen auf dem Licht, angstfrei leben. Haben wir eine ganz andere Energie, ganz andere Ausstrahlung. Und weil Mars genau zu diesem Tor nähert, nähert sich zum Tor, der goldenen Tor, der Ekliptik. Und dann mit dieser Energie bestimmen wir die Richtung. Sind wir die Goldmarie, weil wir optimistisch sind und haben wir Kraft und Mut, auch die Überzeugungskraft, dass es alles gut geht. Oder wir fangen an zum Zweifeln und haben wir Angst, dann haben wir die Richtung Pechmarie bestimmt, weil genau
in die Richtung bewegt sich alles. Und das liegt an unserer Einstellung, liegt an unserem Gedanken, liegt auch unserem Gefühlen. Natürlich gibt es Einflüsse von außen, aber was wir verändern können, das sind wir uns selbst. Und das war der heutige Portaltag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühle zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.